بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد herzlich willkommen zu der Programmsendung mit Allah. Ich werde heute Ihnen einen neuen Namen Allahs vorstellen. Allahul Hayy, Allah der ewig Lebende. Die Bedeutung dieser Name ist gewaltig. Al Hayy, Allah der ewig Lebende. Was heißt das? Allah ist der ewig Lebende. Ein Leben, das vollkommen ist und ein ständiges Dasein, das keinen Anfang und kein Ende hat. Und alles, was im Diesseits ein Leben ist, ist von ihm, vom Allah, dem Erhabenen. Sein Leben ist unvergleichbar mit dem Leben der Geschöpfe. Allah trifft nicht den Tod. Er hat den Tod erschaffen. Er ist der Lebende. Müdigkeit und Schlaf bekommt er nicht. Dieser Name kommt im Koran 5-mal vor. 3-mal mit der Name der Beständige, Al-Qayyum, der Beständige. Und 2-mal separat, alleine. Wie zum Beispiel in diesem Vers. Der Erhabene Allah sagt im edlen Buch Koran, er ist der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer ihm. So ruft ihn an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. In einem anderen Vers sagt der Erhabene Allah im edlen Buch Koranul Karim, alle Gesichter werden sich vor dem Lebendigen, dem Beständigen neigen. Verloren hat der, der sich Unrecht aufgebürdet hat. Oder in einem anderen Vers sagt der Erhabene Allah Azza wa Jalla, Allah, es gibt keinen wahren Anbetungswürdigen außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Das richtige Verhalten über Allahs Namen führt zu starken positiven Änderungen bei dem gläubigen Muslim. Erstens, Vertrauen und Hoffnung zu Allah wird viel, viel stärker werden. Das heißt, man vertraut nur noch auf Allah und seine Hoffnungen sind nur zu Allah und das führt bei den Menschen zu positiven Veränderungen oder Geduld und Zufriedenheit. Oder Gefühl der Beobachtung und Furcht führt zu positiven Veränderungen bei dem Gläubigen. Scham und Dankbarkeit ist ein Ergebnis, dass eine positive Änderung kommt bei dem Diener. Genuss und Liebe oder Verehrung und Benehmen wird stärker werden. Lobenswertes Verhalten, ein beruhigtes Herz führt bei dem Gläubigen zu einer positiven Änderung. Genauso die Abhängigkeit, dieses Gefühl der Abhängigkeit von Allah zu sein und Vermehrung somit mehr Dua zu machen, mehr Bittrufe zu machen zu dem Gott, zu dem allmächtigen Herrn. Dieser Name hat so viele Nutzen und Lehren. Was wir lernen ist zum Beispiel, wer diesen Namen erkannt hat und diesen Namen in seinem Leben verinnerlicht hat, so wird er nur noch sich auf Allah vollständig vertrauen. Er wird nur noch auf Allah sich vertrauen. Wisse, sie wissen es ganz genau, dass alle Menschen brauchen ihren Schöpfer. Wir brauchen Allah, weil wir wissen, Allah ist der ewig Lebende. Und nur er allein kann ihre Angelegenheiten lösen. Der Erhabene Allah sagt im Koran al-Karim, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt. Alle außer Allah sterben. Alles wird sterben außer Allah. Allah ist der ewig Lebende. Wenn du dich auf Menschen vertraust und dieser Mensch stirbt, was passiert dann mit deiner Angelegenheit? Aber Allah stirbt niemals. Er ist ewig lebend und du hast deine Angelegenheit ihm überlassen. So weißt du ganz genau, es kommt eine Antwort. Und deine Angelegenheit wird bei ihm gelöst. Ein weiterer Nutzen ist, dass dieser Name sagt uns, dass diesseits ist ein kurzer Aufenthalt. Es ist wie ein Traum. Und der Jenseits ist das ewige Bleibeort, wo man ständig wach sein wird. So bemüht sich der Mensch, seine ewige Leben zu retten. Allah hat den Paradiesbewohnern die Ewigkeit versprochen.
Der erhabene Allah sagt im edlen Buch, dieses irdische Leben ist nichts als ein Zeitvertreib und ein Spiel, die Wohnstatt des Jenseits, aber das ist das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. Die Hölle ist auch eine ewige Bleibeort für die Ungläubigen und dort gibt es nur die ständige Unglücklichkeit und die Strafe. Der Allmächtige sagt im edlen Buch über die Höllenfeuer, als er das beschreibt, was die Insassen sein werden und in ihm, in der Hölle, wird er weder sterben noch leben. Das heißt, er wird nicht vernichtet, dass er aufgelöst ist, noch leben. Das heißt, er wird nicht mal einen Atemzug genießen können in der Hölle. Das bedeutet, in der Hölle werden sie keine Sekunde, keinen Augenblick vom Leben genießen können. Ein weiterer Nutzen ist, der gläubige Muslim soll versuchen, zu diesem Namen näher zu kommen. Soll man näher kommen, das kann er erreichen, indem er die diesseitige Leben für das Jenseitsleben vollständig ausgibt. Gebe dein Leben aus, jetzige Leben aus, für dein Jenseits. Der klügere Mensch lebt für sein Jenseits, für sein ewiges Leben, nicht für seine innere Triebe oder Gelüste, denn er wird alles hier lassen. Alles, was du jetzt hast, wirst du hier lassen, verlieren und wird nichts ihm helfen, außer seine rechtschaffene Taten. So ist der klügere Mensch derjenige, der verstanden hat, dass das Leben kommt von Allah. So ergibt er diese Leben auch aus in Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jalla. Ein anderer Nutzen ist, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns ermutigt, mit diesem Namen Allah zu rufen. Wenn wir Kummer, Trauer, Leid haben, so sollen wir mit diesem Namen rufen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. O der ewig Lebende, o der Lebendige, o der Beständige, mit deiner Barmherzigkeit flehe ich dich um Hilfe. Mit deiner Barmherzigkeit flehe ich dich um Hilfe. Der große Gelehrte des Islams, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sagte nach einer langen Forschung, dass diese Name Al-Hayy gehört zu den Namen Ismul A'zam, das heißt zu den großen, gewaltigen Namen. Das heißt, wenn man Allah mit diesen Namen ruft, so antwortet Allah. Und wenn man was möchte mit diesem Namen, Ya Hayy, Ya Hayy, so wird er dir das geben. Dieser Name beeinflusst das Herz am stärksten. Ein anderer Nutzen ist, in diesem Namen ist auch der Beweis, dass die Eigenschaften Allah sind vollkommen. Sein Leben ist ein vollkommenes Leben. Er war immer vorhanden. Er endet nicht. Noch hat er einen Makel, einen Fehler, eine Schwäche. Die Gelehrten des Islams haben die Eigenschaften Allahs Wesens und die Eigenschaften Allahs Taten unter zwei Namen gesammelt. Das heißt, die ganzen Namen haben sie unter zwei Namen gesammelt. Die Wesenseigenschaften sammeln sich unter einem Namen und die Tateneigenschaften sammeln sich unter einem Namen. Die Weseneigenschaften sammeln sich unter dem Namen Allahul Hayy, Allah der ewig Lebende. Und Allah sind, wie heißt das, gesammelt. Und Allah hat die ganzen Taten gesammelt unter dem Namen Al-Qayyum. Beispiele zum Beispiel von seinen Weseneigenschaften, hören, sehen, wissen und so weiter, sammeln sich unter dem Namen Allahul Hayy. Und Beispiele von Allahs Tateneigenschaften, wie zum Beispiel erschaffen, versorgen, leben lassen, das Leben nehmen und so weiter, sammeln sich unter der Name Allahul Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. O der ewig Lebende, o der ewig Beständige, mit deiner Barmherzigkeit flehe ich dich um Hilfe. Leite uns recht,
zu den Schönen. Lass uns Islam lieben und befolgen. Allahul Hayy. Allah ist der ewig Lebende, der Lebendige. Was ist das größte Beweis, dass Allah existiert? Wenn dir jemand fragt, beweise mir, dass Allah existiert, was wäre der größte Beweis dafür? Das größte Beweis, dass Allah existiert, ist, dass er ist der Lebende, der Lebengebende. Vergleiche einen Felsen mit einem Lebewesen, mit einem Menschen. Was sind die Unterschiede? Der Mensch ist lebendig, bewegt sich, atmet, hat Gefühle, er besitzt Verstand, er kann sprechen. Der Mensch hat Wille, hat Gedanken, hat Fähigkeiten, hat Verständnis und so weiter. Jetzt Allah fordert jeden heraus und sagt, gebe diesem Felsen auch das Leben. Gebe auch das, was ich gegeben habe, wie er das gegeben hat. Vergiss nicht, du warst ein Tropfen. Du warst ein Tropfen Wasser. Er hat dir das Leben gegeben. Er hat diesen Samen Tropfen zum Leben umgewandelt. Möchtest du das nicht begreifen? Das Leben hat Allah zu Beweis gemacht für die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Der Erhabene Allah sagt im edlen Buch, er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Die Menschen wollen mit Allah diskutieren über die Erschaffung und vergessen schnell, wie sie erschaffen worden sind. Der Mensch sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? Allah antwortet, sprich, o Muhammad, sag, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal entstehen lassen hat. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Einige Götzenanbeter sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam damals gekommen mit Knochenresten und haben ihm gefragt, wer diesen Knochen wieder lebendig machen wird. Ihre Absicht war nicht, die Wahrheit zu lernen, sondern wollten sich über ihn spotten und wollten die Wahrheit ablehnen und verleugnen. Schaut die Antwort von Allah ganz ernst, ganz konsequent. Das ist nicht zu spaßen. Der Erhabene Allah sagt, sprich, o Muhammad, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Die Logik und Vernunft des Menschen sagt, wer das beim ersten Mal geschafft hat, der wird es auch zum zweiten Mal schaffen. Für Allah gibt es keinen Unterschied, ob es das erste Mal oder zum zweiten Mal war. Für ihn ist es immer leicht. Für Allah ist das erste Mal genauso einfach wie das zweite Mal zu erschaffen. Der Erhabene sagt im edlen Buch Quranul Karim, an dem Tage, da werden wir den Himmel zusammenrollen, wie die Schriftrollen zusammengerollt werden. So wie wir die erste Schöpfung begonnen haben, werden wir sie wiederholen. Bindend für uns ist die Verheißung wahrlich. Wir werden sie erfüllen. Allahu Akbar. Allah sagt nur, kun, sei, so wird es passieren. Allah ist der Lebendige, der ewig Lebende und hat dein Recht bei sich aufbewahrt. Ist gewaltig. Allah, der Allmächtige, der ewig Lebende, ist auch gleichzeitig die Quelle des Lebens. Keiner kann ihn besiegen. Und trotzdem, er sagt, ich habe dein Recht bei mir aufbewahrt. Allah ist unbesiegbar, unschlagbar. Und trotzdem hat er dein Recht bei sich aufbewahrt. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte seinen Gefährten Muaz bin Jabal radiallahu anhu, was ist das Recht Allahs über seinen Diener? Und was ist das Recht des Dieners über Allah? Haqqullah alal ibad. Was ist das? Daraufhin
Der Gefährte sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Daraufhin der Prophet Muhammad antwortete, dass Allahs Recht über seine Diener ist, dass sie sollen Allah einzig allein anbeten, ohne ihm beizugesellen. Und der Recht des Dieners über Allah ist, ihn nicht zu bestrafen, wenn er ihn angebetet hat, ohne Teilhaber zu schreiben. Jeder wird das Ergebnis der Prüfung akzeptieren. Durch diese Namen lernen wir, dass jeder am Ende das Ergebnis akzeptieren wird. Durch diesen Namen lernen wir, dass Allah gibt jedem das, was seine Größe ist und tut niemandem Unrecht. Allah Azza wa Jalla sagt uns im Koran al-Karim, sollte aufgrund klarer Beweise der Niederlage umkommen. Und wer dabei am Leben blieb, sollte aufgrund klarer Beweise des Sieges leben. Was verstehen wir von diesem Vers? Wenn du zu jemandem sagst, zum Beispiel im Beruf, du bist schlecht, er wird sauer werden, er wird es nicht akzeptieren, er wird es ablehnen. Aber wenn du ihn Prüfung stellst und er dort verliert, dann akzeptiert er auch das Ergebnis. Der Mensch muss klar sehen können, damit er das Ergebnis hinnimmt und akzeptiert. So sagt Allah in diesem Vers, dass keiner geht in die Hölle nur mit deutlichen Beweisen und Prüfung. Und keiner geht ins Paradies nur mit deutlichem Beweis und Prüfung. Daraus lernen wir, so reden und handeln niemals, was du nicht bist. Handele und rede nicht, was du nicht bist. Denn Allah wird dich zur Prüfung stellen. Es werden sogar vielleicht sehr, sehr schwere Prüfungen dir kommen. Es ist nicht einfach, Paradies zu bekommen. Es muss deutlich sein, dass du bist Paradiesbewohner. Und die Strafe der Hölle muss deutlich sein, dass er hat die Hölle verdient. Er weiß über dich alles Bescheid. Allah Azza wa Jalla kennt dich sehr gut. Nichts bleibt versteckt von ihm. Du kannst dir erzählen, was du willst, über deine Größe, über deine Fähigkeiten, dein Benehmen, dein Vertrauen und so weiter. Aber Allah wird dir deine wahre Größe Bescheid geben. Wie viel du bei Allah wiegst, wird rauskommen. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, Allah lässt die Gläubigen keineswegs ungeprüft dahin leben, denn er will, dass sich die Guten von den Bösen abheben. Es gibt verschiedene Arten von Beigesellen. Einer dieser Art ist das versteckte Beigesellen, das geheime Schirk. Allah, der Erhabene, sagt im Koran, und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Was heißt dieser Vers? Das heißt, es gibt keiner verleugnet Gott öffentlich und sagt, ich glaube nicht. Ein Muslim sagt das nicht. Aber es gibt Muslim, der tut Allah beigesellen, ohne dass er das merkt. Wie Augendienerei. Das heißt, wenn deine Interessen mit Allahs Interessen zusammenstößen, welchen bevorzugst du als Muslim? Ein wahrer Muslim bevorzugt Allah. Aber jemand, der das macht, seine Religion mit Augendienerei, er bevorzugt seine Interessen. Zum Beispiel, jemand ruft dich zu einer Sünde und du hast in dieser Sünde Interessen. Drückst du ein Auge zu oder versuchst du fernzubleiben von dieser Sünde? Vergiss nicht, die meisten großen Sünden passieren in der Liebe, in der Augendienerei. Das Leben wird gemessen. Nach was? Nach dem Herzen. Wenn dein Herz lebt, dann bist du lebendig. Wenn dein Herz stirbt, schon tot ist, dann bist du schon gestorben. Zu welchen Art von Menschen gehörst du? Gehörst du zu den Menschen, die zwei leben, aber ihre Herzen tot sind? Oder zu den Menschen, dessen Herzen lebendig sind? Hör zu, was Allah sagt im Koran. Der Erhabene Allah sagt im edlen Buch, Leblose, nicht Lebende sind sie. Leblose, nicht Lebende sind sie. Also sei kein lebendiger Toter. Sei nicht derjenige, dessen Herz läuft, schlägt, er atmet, sein Puls funktioniert, schlägt, aber bei seinem Herrn Gott
Allah, ist er schon tot, weil sein Ziel ist von diesem Menschen nur diesseits und nicht das Jenseits. Ziel ist nur Besitz, Gelüste, Spiel und Spaß. Er denkt nicht an das rechtschaffene Taten zu tun oder gute Werke zu machen. Er denkt nicht an die Nähe Allah zu gelangen. Oder er unternimmt nichts für seine Religion, für seinen Herrn. Dieser Mensch ist bei Allah schon ein toter Mensch. Auch wenn dieser Mensch atmet, auch wenn dieser Mensch auf der Straße läuft. Allah sagt im Koran, kann wohl einer, der tot war und dem wir Leben gaben und für den wir ein Licht machten und damit unter den Menschen zu wandeln, dem gleich sein, der in Finsternissen ist und daraus hervorzugehen vermag? Also gibt es zwei Geburten, eine biologische Geburt und die zweite Geburt, der Eintritt in den Islam. Im Islam darfst du nicht mehr tot sein. Dein Herz ist ständig lebendig. Dein Herz machst du lebendig, indem du Wissen über Allah hast, indem du gehorchst Allah, indem du Taten suchst, die die Nähe zu Allah bringen. Allah vergleicht die Gläubigen mit den Toten. Der Erhabene Allah sagt im Koran, und nicht gleich sind auch die Lebenden und die Toten. Allah lässt hören, wen er will. So zeige deine Ergebenheit zu Allah, damit du lebendig bleibst. Schalte nicht dein Verstand aus. Lebe nicht für deine Gelüste, sondern lebe für Allah. Dann erreichst du das ewige Glückseligkeit im Jenseits, im Paradiesgarten, unter unendlichem, vollem Genuss. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Suche bei dem lebendigen Allah das Leben, das ewige Leben, und das ist nur im Islam, das dich zum Paradies führen wird. Bis zum nächsten Namen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.